Und damit seid auch recht herzlich willkommen auf YouTube und das auch herzlich willkommen. Was? Was? Nochmal nein. Und damit seid auch recht herzlich willkommen zu Let's Play Part 42 von Let's Play Blade & Soul Summoner Action. Das Ganze im Livestream auf Twitch und ja, bald. Ich hab gerade schon die Ansage irgendwie verfehlt und. Fuck. Bin am Überlegen. Ich will was kurz gucken, ob das geht. Wenn man eine Überlegung wert. Ihr habt euer Kauflimit überschritten und könnt heute keine weiteren Käufe tätigen. Kann man das nur einmal. Achso, einmal. Einen Moment. 200. What? Wann ist denn Reset? Morgen, ne? Ne, heute war Reset. Heute war Reset, ne? Heute ist Dienstag. Ja. Die meisten machen jetzt mittlerweile BT einfach so als Tagesbeschäftigung. So, da oben. Gerade der Drop meines Lebens. Und so schön kaputt von SDP. Eben gezeichnet. Ist ein Pfad. Ist uns. Dann geht das denn ja so. Sieht halt keine Zeit, ne? Doch da, 15 Stunden noch. Das hätten 2 Tage sein können. Ja, natürlich. Ich warte hier auf Jong-Suk. Rettet das Mädchen. Mal sehen. Alter, warum habe ich so Drops? Och Manu, voll frech von dem Game. Ah, ist ja nicht schlimm. Ich hab mir mal wieder ein Bier gesnackt. Aber ein wunderbar alkoholfreies natürlich. Was anderes kommt hier nicht hin. Ich muss mir mal einen Flaschenöffner. Ich bin übrigens bei der NSA. Wie ihr sehen könnt. Voll gut, oder? National Security Intelligence. Agency, never mind.
große Fresse haben wollen, aber dann nicht mehr Intelligence mit Agency verwechseln. Läuft bei dir, Ju. Ich sperre auch immer Frank in den Kleiderschrank. Macht Sinn. So, die über 300 Gold gerade wert sind. Oder 5. Und wenn die wieder so teuer? Wenn schon wieder so teuer. Einen hat er und einen hab ich, ist okay. War ein Forstmaster oder was? Ja. Grüß dich, Beko. Wie geht's dir? Und Dojo Anime Mew. Hallo Mew. Hallo Mew. Welcome to my stream. Beko, alles fit bei dir? War dein Tag? Dasi. Wow, was war das denn? Voll erschrocken, Alter. Richtig belastend, der Ring. Mann gegen Mann. Was ist denn dazu?
Okay, never mind. Weil ich den Account 100% haben möchte. Beim Bossmaster mache ich es nicht mehr. Ich weiß, es ist sinnlos. Eigentlich könnte ich die auch nachträglich machen, ne? Oder? Ja, ne? Ich kann die ja noch nachträglich abschließen, oder? Aktuell ist ja eh das Event und ich bin eh schon übergiert. Dem Account. Hast recht. Ich sollte eigentlich gerade die Zeit nutzen, das Event fertig zu machen. Weil du kriegst ja jetzt irgendwie extrem viel XP noch. Aber nur noch 5 Tage oder so, ne? 6 Tage, 5 Tage? Gerne mal bitte in den Chat damit. Deutschland sein. Alter, schon wieder. Katze. Thank you.
Alter, was ist das? So, jetzt. Mann. Was ab? Vermutlich. Nun, seid vorsichtig. Das heißt, oh, das ist das erste Mal richtig. Hört an, was sie zu sagen. Geil. Fällt mir.
Nee. Okay. So ultra müde, fällt mir gerade mal auf. Ich bin wirklich mega müde. Ich will eben durch das Tagestief so ein bisschen kommen. Schätzschau. Wem hast du geschaut von Hast du bei Kotori Minami geschaut oder was? Ich hab gestern Abend noch mit dem zusammengezockt. Hä? Warum hat der nur noch? Achso, er hat gerade Dings drin. PvP. Dings ist. Denk daran vor dem ich warte auf gute Nachrichten. Und was? Kotori ist mit Enol einer der meiner absoluten Favorite. Ich habe bei Chrono Denk daran gespielt. Weiß wie gut die sind. Wie geht das denn jetzt nochmal? Wie macht man nochmal diese Bewegung? Steuerung alt. Ah. Was denn? Lol. Lol. Wie geil ist das denn?
geil ist das denn? Wie geil? Voll geil. Hammer. Nein, nein, PvP ist ja auch nicht der Brüller. Der spielt da halt auch nur einen Spaß. Er hat ja sogar selber gesagt, so. Er hat einen 800 AP KFM und. Er macht. Gerade mal 8000k DPS. Weil er einfach die Rotation nicht drauf hat. Hat sich aber zur Aufgabe gemacht, jeden Tag mal so ein paar Minuten zu üben. Das ist halt bemerkenswert. Weil er mittlerweile ja auch so viele Accounts hat. Außerdem ist Kotori ein wahnsinnig, also Nock ein wahnsinnig netter Mensch. Ist auch mit Moondice 7 so. Der sind die Streamer, die von mir. Gesubbt worden. Weiß gar nicht, warum der Sub den Nathan offen hat. Den bestimmt BNS ermöglicht. Als ob ich wieder hoch muss. So ein Mist, Alter. Ja. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht von dir erwartet, dass du so einer bist. Niemals. Niemals, Bruder. Menschlichkeit von anderen anzuzweifeln, macht man auch eh nicht. Heute sogar, ich nehme meine Folge für YouTube auf. Part 41 für mein Summoner. Was passiert? Wen treffe ich in meinem Summoner? Vio. Er hat direkt übelst die große Fresse gehabt. War so richtig geil, weil es halt auch live war. War es halt mal witzig. Konnte man super drauf eingehen. Und die Folge hatte halt auch schon den besten Titel. Das war halt so unlucky, dass das halt genau auch in der Folge live passiert sowas, damit die Leute es halt auch mal sehen, dass es nicht fake ist, weil die Leute denken sich immer, die auf YouTube sind, also hey, was macht der denn da? Was ist denn da immer los? So, fängt bestimmt an. So, und jetzt war es halt mal live zu sehen halt. Und das war so insane unlucky. War halt mit Vio. Vio ist jetzt keine große Nummer. Für mich ist es eine Witzfigur, aber gut. Wie gesagt, die Screenshots hatte ich dann NCSoft direkt heute Mittag gesendet. Die haben gesagt, die kümmern sich darum. Und ja, er wird halt wieder eine Verwarnungs-E-Mail bekommen vom Support. Geht halt gar nicht. Bann dich gleich, Beko. Ach, der Megatroll. Achso, ich hab gelesen, ist mega toll. Ich hab gelesen, Vio ist mega toll. Und du hast aber geschrieben, Vio, der Megatroll, ja. Richtig, genau. Er kann sich mit Tap-Tricks in einen Raum setzen. Ich glaube, da kommt dasselbe bei. Nee, bin ich froh, Alter. Dass ich nicht mehr auf dem deutschen Server spiele. Ja, gestern, wie gesagt, lange noch mit Nock, also Kotori, Quatsch so ein bisschen. Und wir sind halt selben. Sagen, aber ich habe ein paar Fokusprobleme. Okay. Was? Ja, da war das Wow-Angebot. Ich spüre eine...
Unsere besten Jäger haben die Talos aus dem Bau vertrieben. Warum seid ihr allein, Fremdling? Zalaki ist zu geil, Alter. Ihr sagt eurem Bondu, wir sehen uns wieder, Vater. Sind sie so Hammer. Das ist gerade die Hymne von The Legend of Zelda? Ja klar, Song of Storms. Von Varia. Alter, was ist das denn? Wir müssen einen guten. So, Freunde. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns pünktlich morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid pünktlich dabei. Natürlich um 3. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.